Hallo, mein Name ist Doris Nitsche und zusammen mit meinem Mann führe ich das wunderschöne Hotel Helvetia hier in Lindau, direkt am Hafen, direkt hier vorne. Sondern auch zwei Schiffe ins Wasser gelegt, hier direkt neben diesem wunderschönen Langturm, in dem man schlafen kann, mit dem man eine Ausfahrt auf den See machen kann, entweder zum Baden oder auch richtig eine Rundreise um den ganzen Bodensee und die Zeit nicht nur am See, sondern im See in Lindau genießen. Techno-Gym, ausgestattet, indem man vom Laufband über Gewichte, über Hanteln, also alle Möglichkeiten hat, um seinen Körper fit zu halten. Und wer geruht hat und Massage und was gegessen hat, der kann in diesen drei neuen Suiten, die ich auch noch vor Corona gebaut habe, in unseren Yacht-Suiten schlafen. Und die Suiten haben auch den gleichen Blick, den Sie jetzt auch hier genießen können, direkt auf den Lindauer Hafen. Die sind sehr, sehr groß. Sie haben einen separaten Wohnbereich, einen separaten Schlafbereich, ein großes Badezimmer, ein separates WC, alles ist mit Tageslicht, auch das Badezimmer hat Tageslicht. Also das sind Räume, in denen man wirklich locker eine Woche, zwei Wochen hier ganz entspannt Urlaub machen kann. Für uns Lindauer, also wer schon mal in Lindau war, weiß, wenn ich mit dem eigenen Auto komme, habe ich fast keine Möglichkeit, auf unserer wunderschönen Insel das Auto zu parkieren. Das hat mein Mann, das schreibe ich wirklich auf das Konto meines Mannes, zum Anlass genommen, um ein ganz exklusives, tolles Parkhaus 2-3 Minuten von uns entfernt zu bauen, neu gebaut, errichten zu lassen, wo sie ihre Autos getrost parken können und fußläufig ganz entspannt zu unserem Hotel kommen können. Und für die, die im Fitnessraum nicht sich richtig verausgabt haben und sagen, sie wollen noch einen Schäufel drauflegen, bieten wir auch die Möglichkeit, mit einem unserer Schiffe nicht nur eine Ausfahrt zu machen, sondern auch eine Wasserskitour zu machen.
Egal ob auf Monoboard oder auf zwei Schienen, können Sie, also meistens ist es abends am wunderschönsten, weil der See dann ruhig ist und man die Abendsonne hat, oft ist der Himmel wunderschön rot gefärbt, können Sie in diesem Ambiente richtig mal die Brettel unter den Füßen anschnallen, auch im Sommer, und über den Bodensee gleiten und einfach das warme Wasser, das Ambiente mit Blick auf die Berge, die Sie auch wieder hinter mir sehen, genießen und ja, richtig den Muskeln und den Körper mal freien Lauf lassen. So you thought that I wouldn't be alright, but I'm good. Shout out tequila, a toast to fire. Yeah, it feels good. I'm riding on a high. No longer need ya. Take what you like. Broken hearted, didn't you lose your mind? 'Cause I'm alright.